Hallo, seid gegrüßt, hier ist wieder Bernd von Saxbrick oder von eurem Saxophon-Channel hier auf YouTube. Ich melde mich mal wieder mit einem neuen Video. Wenn ihr euch mal bestimmte Themen auf Saxophon-Foren anguckt oder auch sonst ein bisschen rumlest im Internet, für was sich die Leute interessieren, wenn es um Saxophon geht, dann werdet ihr feststellen, da geht es ganz oft um das Thema oder um die Frage, wie mache ich denn mein Saxophon ein bisschen leiser, damit ich zu Hause in meiner Mietwohnung üben kann, ohne die Nachbarn zu stören. Das ist tatsächlich in diesen Saxophonforen ist es ein häufiges Thema, das wird sehr viel diskutiert. Und da gibt es auch verschiedene Meinungen zu, was da, welches System wie effektiv ist und so weiter. Ich selbst habe auch schon einiges probiert, weil mich das auch interessiert. Ein Saxophon ist einfach ein super lautes Instrument. Und wenn man da gerne abends nochmal nach der Arbeit ein bisschen üben will, dann hat man oft ein Problem, wenn man in einer Mietwohnung wohnt, weil irgendjemand stört man damit. Das ist echt ein lautes Instrument. Es gibt, ich sag mal, so ein paar Lösungen, die nicht richtig funktionieren, die aber so ein bisschen Schall wegnehmen. Das Einfachste, was ihr machen könnt, das hatte ich vielleicht auch schon mal in einem anderen Video angesprochen, ist, ihr stopft irgendwas in den Trichter rein. Am besten so eine dicke Socke oder ein kleines Handtuch oder sowas. Ihr stopft vorne den Trichter zu. Das nimmt ein bisschen Schall weg. Das wird ein bisschen leiser, natürlich nur in dem unteren Bereich. Also wenn ihr hier oben spielt, im Saxophon sind ja überall Löcher drin und da kommt natürlich auch überall der Schall raus. Das heißt, also das geht nicht richtig. Man hat das Gefühl, es wird ein bisschen leiser, es ist auch ein bisschen leiser, aber es ist tatsächlich nicht die beste Lösung. Dann gibt es zum Beispiel verschiedene Systeme, die versprechen, das Saxophon leiser zu machen. Da gibt es eins, das heißt glaube ich auch Saxmute. Das ist so ein Schaumstoffteil oder verschiedene Schaumstoffteile, so zwei Ringe, die steckt man vorne in den Trichter rein und dann gibt es auch nochmal so ein Schaumstoffding für hier in den S-Bogen. Das kann man hier reinstecken und vielleicht auch noch was hier ins Saxophon, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, oder hier in den Bereich. Und das soll eben den Schall ein bisschen wegnehmen, dass hier vorne nicht mehr so viel rauskommt. Also dass das im Prinzip hier drin schon gestoppt wird. Das habe ich auch ausprobiert. Das hatte mal eine Schülerin dabei. Funktioniert fast überhaupt nicht. Also man merkt es fast nicht. Es fühlt sich anders an, weil man das Gefühl hat, da ist ein Widerstand. Ist ja auch einer, ne? Wenn da so ein Schaumding hier drin steckt oder vorne, hat man mehr Widerstand. Das bringt es aber tatsächlich überhaupt nicht. Dann hatte ich mal in einem anderen Video, hatte ich mal ein Silent Bag vorgestellt. Es gibt manchmal so Saxophontaschen, die sehen eigentlich ganz normal aus wie so Gig Bags. Kann man sich auf den Rücken schnallen. Und die haben aber die Besonderheit, dass vorne, gerade oben, an dem Ding, dass da ein Loch drin ist, um den S-Bogen drauf zu machen. Und dass die Taschen zwei Öffnungen haben für die Hände und dann kann man quasi in der Tasche drin üben. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Das nimmt ein bisschen den Schall weg, den Sound weg, aber ist auch nicht so richtig gut. Es wird natürlich leiser. Der Nachteil bei so einem Ding ist, dass das Saxophon liegt ja ziemlich genau in diesen Taschen drin. Oder die Taschen, die passen ziemlich genau auf das Saxophon drauf. Das bedeutet, wenn man da vielleicht 10 Minuten oder eine Viertelstunde mit übt, dann geht dieses ganze Wasser aus der Atemluft, dieses Kondenswasser, das geht natürlich in diesen Bag hinein und dann wird das irgendwann ganz feucht. Also das ist ein Nachteil. Da muss man dann nach ein paar Minuten eine Pause machen oder nach 20 Minuten eine Pause machen, die Saxophontasche aufmachen und das erstmal trocknen lassen. Wenn man das öfter macht, glaube ich, dann ist da irgendwann so eine richtig, wird es ein bisschen eklig vielleicht. Gut. Also das ist noch eine Möglichkeit. Dann hatte ich mal versucht, so eine Art Silent Box selber zu bauen. Da gibt es ein Video, das war aber nicht ganz ernst gemeint. Ich hatte einfach die Idee, man nimmt einen alten Karton, einen großen Karton, der hier rüber passt, und stellt das Saxophon rein mit einem Saxophonständer, zwei Löcher rein und dann spielt man in diesem Karton drin. Also das Mundstück kommt dann raus, da ist ein kleines Loch dafür da. Das Video findet ihr auch irgendwo hier auf dem Kanal. Vielleicht mache ich eine Verlinkung am Schluss des Videos. Das funktioniert eigentlich überhaupt nicht. Ein bisschen funktioniert es, aber es ist eigentlich Quatsch. Man kann damit nicht üben, weil es total unhandlich ist, wenn man mit diesem Karton da rumläuft. Das geht einfach nicht. Ja. Gut, und jetzt gibt es noch seit neuestem, ist noch nicht so lange her, da gibt es eine neue Erfindung auf dem Markt. Es gibt eine Art Hartschalenkoffer, den man auch um das Saxophon rumbauen kann. Das zeige ich euch mal. Das hat mir jetzt ein Schüler geliehen, der übt damit. Das sieht so aus. Das Ding hier. Das ist ein lustiges Teil. Das sieht ein bisschen aus wie so ein überdimensional großes Gummibärchen. Das macht halt auch die Farbe. Die Teile gibt es auch in anderen Farben.
Wohl ist es aber nicht vorrätig, also die Nachfrage ist sehr groß und die kommen mit der Lieferung nicht nach. Und dann muss man sich eben mit den Farben begnügen, die jetzt noch vorrätig sind. Und das sind dann solche Farben. Also die gibt es wohl auch in Grau oder irgendwie gemischt, Gelb und Weiß oder nur Weiß. Und genau, das werde ich euch für euch heute mal ausprobieren. Und damit ihr da mal hört, ob das irgendeinen Unterschied macht. Ich habe es schon ausprobiert, es macht tatsächlich einen Unterschied und ich werde euch das heute mal zeigen. Erstmal kurz zum Aufbau. Das Ding, es besteht aus zwei Teilen. Das wird einfach so ineinander gesteckt und wird zusammengehalten mit Magnetstreifen, die hier aufgeklebt sind. Das ist eigentlich eine ganz gute Lösung, es ist eine saubere, schnelle Lösung. Man kann das relativ schnell auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Das ist super, also man muss nicht ewig da rummachen. Es muss ja auch schnell gehen, wenn man üben will, dann muss es schnell gehen. Dann darf man nicht erst eine Viertelstunde aufbauen müssen. So. Innen drin, in beiden Teilen, habt ihr sowas hier. Das ist ein Akustikschaum. Das ist wie in Tonstudios. Das ist so ein Akustik-Noppenschaum. Der soll, ja, so viel wie geht, wie es geht, hier den Klang oder die Lautstärke verschlucken. Also der ist dafür da, dass an diesen Wänden von diesem Teil, dass da kein Echo entsteht. Also wenn jetzt zum Beispiel das nicht drin wäre, dann wird der Klang, der wird halt hin und her knallen an den Wänden und dann wird es irgendwie lauter erscheinen. Ne? Also das saugt quasi den Raumklang ein bisschen auf. So. Und das ist auch voll ausgekleidet. Dann habt ihr in dem vorderen Teil, habt ihr hier so eine Art Saxophonständer. Das ist so ein dicker Draht. Und das ist zum Beispiel auch der erste Kritikpunkt, den ich an diesem Teil habe. Das ist ein bisschen instabil. Das kann man zwar verstellen und die Idee mit diesem Hoch- und Runterschieben ist super gut, aber das ist ein sehr seltsames Teil. Auf der einen Seite ist es wie ein Saxophonständer, da ist es so rund, und auf der anderen Seite ist es gerade. Habe ich nicht so ganz verstanden, warum das so sein soll. Egal, es funktioniert aber. Ne? Man kann das Saxophon da reinstellen, man kann es hier justieren, das funktioniert wunderbar. Vorgestern hatten wir den Versuch mit einem alten Hohner-Saxophon. Und komischerweise ging das Hohner-Saxophon da nicht rein. Das Ding ist jetzt für ein Tenorsaxophon. Es gibt die Koffer auch für Altsaxophon. Mein Saxophon geht da super rein. Ich habe einen Bücher und auch moderne Saxophone, wie jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Yamaha oder Jupiter, was so die meisten von euch spielen wahrscheinlich, oder womit die meisten anfangen werden. Das sind so die Schülermodelle. Die gehen da rein. Dafür ist es gemacht. Also bei diesem Hohner-Saxophon, da war das Problem, da haben wir das oben irgendwie nicht geschafft, den S-Bogen hier rauszuholen, ohne dass die Oktavklappe irgendwo dran schlägt. Man konnte damit nicht spielen. Es hat immer, die Oktavklappe kam immer irgendwo dran. Wir haben alles probiert, wir haben es runtergestellt, hochgestellt, es ging nicht. Man konnte es nicht justieren. Ja, wahrscheinlich eine spezielle Form bei so einem alten Hohner-Saxophon. Ja. Gut, ich werde jetzt gleich den Test machen. Ich spiele erstmal ohne das Teil. Ich werde auch versuchen, den Film nicht zu schneiden, damit ihr mal seht, wie man das aufbaut und damit ihr auch seht, wie lange das dauert und wieso das Prozedere ist, bis man damit üben kann. Es gibt einen Ständer dazu, das zeige ich euch auch. Das Ding hängt man nämlich nicht um den Hals, da ist kein Loch für den Strap. Also man nimmt diesen Ständer, einen Riesenständer, das ist ein Boxenständer. So, den kann man aufbauen und dann hat das Teil, das hat hier so eine Aufhängung. Und das kommt auf den Ständer drauf. So funktioniert das. Ne? Gut, ich werde das jetzt mal aufbauen. Und dann geht's los. In der Höhe kann man es auch verstellen. Also je nachdem, wie groß man ist, das funktioniert alles sehr gut. Mache ich das hier dran. So, okay. Und damit das auch wirklich objektiv ist, was ich hier mache mit der Messung, oder keine Messung, aber dann benutze ich das Ding hier. Dann mache ich eine Raumaufnahme, das stelle ich hier in die Ecke rein. Das habe ich vorher ausgepegelt, also ohne mit dem Ding zu spielen, habe ich das aufs normale Saxophon ausgepegelt, dass es wirklich so laut ist, wie es tatsächlich ist. Und dann werde ich erstmal eine Testaufnahme machen, so normal, und dann genau, und dann mache ich dasselbe nochmal mit diesem Koffer hier. Okay, jetzt erstmal ohne dieses Saxophon-Mute-Ding. Okay.
Gut, ich habe jetzt auch ziemlich laut gespielt, weil zum leise spielen brauche ich das Teil ja nicht. Und jetzt werde ich das erstmal aufbauen. Also, ich hänge das jetzt in diesen Saxophonständer hier rein. Ja, hält. Jetzt kommt das einfach hier drauf. Jetzt mal ein bisschen gucken, dass es richtig zu ist. Unten ist auch zu, okay. Läuft. Und jetzt seht ihr, ich drehe es mal rum, jetzt seht ihr, jetzt habt ihr hier auch zwei Öffnungen für die Hände. Da ist so ein Gummi drumherum, um dieses Loch, also dass wirklich kein Schall hier rauskommt. So, okay. Es muss noch ein bisschen höher, das ist zu tief. Okay. Jo, naja, okay. Jetzt noch mal offen. Ja, also man hat schon, man merkt schon einen riesen Unterschied. Okay, ja, ich muss mir jetzt noch überlegen, was für eine Meinung ich dazu habe. Ich weiß es noch nicht so genau. Also es ist tatsächlich so, es nimmt sehr viel von diesem ganzen, von dieser ganzen Lautstärke weg. Das ist schon mal gut. Also es erfüllt genau seinen Zweck, was es halt machen soll, das macht's. Es ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen problematisch, wenn man spielt und der Klang, der ist ja hier drin. Aber meine Ohren sind natürlich nicht da drin, die sind draußen. Ich habe also so ein bisschen ein Problem, das zu kontrollieren, was ich da spiele. Jetzt spiele ich natürlich schon super lange Saxophon und weiß natürlich, was ich mache. Also ich muss nicht so viel kontrollieren. Ich weiß natürlich, wie das klingt in echt, auch wenn es komisch jetzt für mich beim Spielen anders klingt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Anfänger, wenn ihr noch nicht so lange spielt und mit so einem Teil übt, dass ihr euch da vielleicht komische Sachen angewöhnt, die ihr vielleicht später nicht mehr wegbekommt. Es könnte zum Beispiel sein, dass ihr euch angewöhnt, irgendwie total krass da reinzublasen und dann überhaupt keine Kontrolle über die Lautstärke mehr habt. Man hat ein bisschen mehr Widerstand, wenn man mit dem Koffer spielt. Und wenn man eben spielt und will leise spielen, ne, dann hört man sich ja gar nicht mehr. Also man bläst wahrscheinlich lauter dann irgendwann. Vielleicht ist es eher eine gute Sache, wenn man das irgendwie kombiniert. Das heißt, man übt schon normal. Aber wenn man jetzt abends noch ein Stündchen, irgendwie abends spät noch ein Stündchen spielen will, ein Stündchen üben will, dann ist das vielleicht eine gute Lösung für zu Hause dann. Also ich würde das immer nur in Kombination benutzen mit richtigem Üben, mit richtigem Spiel. Beim Saxophon ist es ja auch super wichtig, weil es ein Blasinstrument ist, dass man intonieren lernt. Also dass man beim Spielen auch immer gleichzeitig checkt, ist der Ton zu hoch, ist er zu tief. Ich muss den ja immer ein bisschen kontrollieren und ein bisschen angleichen, wenn er nicht stimmt. Und das kann ich natürlich, wenn ich hier in so einem Koffer übe, kann ich das nicht. Dann höre ich mich ja nicht. Also jedenfalls nicht so gut. Naja, Fazit ist, es ist okay, es funktioniert. Es ist aber, um immer darin zu üben, ist es keine gute Lösung. Würde ich nicht machen. Das Ding, das gibt es in Berlin beim Saxophon-Shop. Und das könnt ihr auch finden, wenn ihr googelt nach Saxophon Mute. Also Saxophon minus
Oder ohne Minus, weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube mit Minus. Saxophon Minus, vielleicht Saxophon Englisch geschrieben mit E hinten, Saxophon. Minus Mute, und Mute schreibt man Mute. Ich glaube, die haben eine Webseite, eine englische Webseite, und wenn man auf Saxophon-Shop geht, wahrscheinlich DE, weiß ich jetzt gerade nicht, dann findet man die auch, und die vertreiben die, oder die bauen die, glaube ich, sogar auch in Deutschland. Also da kann man das bestellen oder kann man das auch kaufen, und vielleicht kann man, wahrscheinlich kann man auch hingehen, kann das ausprobieren, und ja, da könnt ihr mal selbst ausprobieren, ob das was für euch ist. Also ich bin geteilter Meinung tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das so optimal ist. Ich würde jetzt nicht unbedingt immer mit diesem Teil üben. Das ist wirklich nur so eine ab und zu mal Lösung. Ja, gut. Wenn ihr auch Erfahrungen habt mit solchen Systemen, vielleicht habt ihr das Teil ja und seid total zufrieden mit dem Ding, oder ihr habt vielleicht auch eins gekauft und irgendwas bemängelt ihr, sagt okay, das Ding funktioniert nicht oder irgendwas. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, könnt ihr mir die gerne hier unten reinschreiben in den Kommentarbereich. Da freue ich mich. Also es würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr darüber denkt. Vielleicht habt ihr ja auch irgendeine andere Lösung schon gefunden, wenn ihr leise üben wollt. Vielleicht könnt ihr irgendwie, was weiß ich, habt ihr so euch so eine Zimmerecke eingerichtet und zieht dann die Zudecke über den Kopf beim Üben oder irgend sowas. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie man das auch günstig machen kann. Achso, zum Preis wollte ich noch was sagen. Die Teile kosten im Moment, wenn man auf der Seite guckt, die kosten so knapp unter 300 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 350. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt einen Unterschied gibt zwischen den Tenorsaxophonen, Saxophon-Mutes und den Altsaxophonen. Wahrscheinlich sind die Altsaxophon-Koffer ein bisschen günstiger. Ja, und wie gesagt, man muss es vorbestellen. Die kommen mit der Produktion irgendwie nicht hinterher, weil anscheinend so viele Leute so ein Teil wollen. Na, gut. Es gibt auch noch Konkurrenzprodukte, das seht ihr auch auf der Seite, wenn ihr da hingeht. Es gibt zum Beispiel sowas Ähnliches, da ist noch ein Mikrofon drin. Also dann soll man quasi hier so einen Kopfhörer anschließen und dann hört man sich von innen. Vielleicht auch eine ganz gute Idee. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das gut klingt, weil ja die Kabine so klein ist, dass da überhaupt kein Schall entsteht. Also wenn da ein Mikro drin ist, könnte es sein, dass das ganz seltsam klingt. Ist aber vielleicht auch besser, als wenn man sich gar nicht hört. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Und die Konkurrenzprodukte sind aber viel teurer. Also das Ding kostet ja so um die 300 Euro. Wenn man diese, ich weiß nicht, wie die heißen, da gibt es auch so eine, ah, ich weiß es nicht, müsst ihr im Internet mal gucken. Mir fällt das jetzt nicht ein. Und die kosten teilweise das Doppelte. Also die kosten 600 Euro, na, diese mit dem Mikrofon drin. Naja, okay, das war ein langes Video. Ich habe ziemlich viel rumgelabert. Aber ich wollte euch das zeigen. Ich wollte das sagen, was ich sagen wollte. Und jetzt, genau, jetzt könnt ihr euch eine Meinung, selbst eine Meinung davon machen. Und ja, vielleicht ist es ja was für euch. Gut. Okay, wir sehen uns bald im nächsten Video. Es geht auch bald los mit Take 5. Da werde ich nochmal die Melodie ganz genau besprechen. Dann werden wir auch den B-Teil lernen für Tenor und für Altsaxophon. Also bald geht's los. Dann könnt ihr Take 5 lernen. Und wir sehen uns bald im nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao.